Aufmerksamkeitslenkung beim Bogenschießen. Wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt's dran. Herzlich willkommen bei Intuitive Bogenschießen Coaching. Heute geht's, so wie in den letzten Videos schon ein paar Mal angekündigt, um das Thema Aufmerksamkeitslenkung beim Bogenschießen, sprich die Frage, worauf unsere Aufmerksamkeit in welcher Weise idealerweise lenken sollten beim Bogenschießen. Vorweg, es ist nicht so, dass es da jetzt quasi so ein ganz straightes Ding gibt, so eine Universallösung, wo man sagen kann, okay, man lenkt in diesem Moment die Aufmerksamkeit zu so viel Prozent irgendwie darauf. Aber man kann sich schon so ein bisschen orientieren und muss halt dann im Endeffekt selber herausfinden, wie man seine Aufmerksamkeit halt entsprechend lenkt, dass man für sich die besten Ergebnisse dadurch zeitigt. Wichtig ist aber natürlich, dass man sich einmal anfängt damit zu beschäftigen und zum Überlegen, ja, wo lege ich eben meine Aufmerksamkeit hin. Prinzipiell, jeder Mensch ist fähig, aufmerksam zu sein, muss halt bewusst seine Aufmerksamkeit auf irgendwas zu richten. Und prinzipiell unterscheidet man bei Aufmerksamkeit halt zwischen nach außen oder nach innen gerichteter Aufmerksamkeit und zwischen weitgestellter oder halt eng gebündelter Aufmerksamkeit. Ist soweit, glaube ich, selbst erklärend. Wenn ich meine Aufmerksamkeit eben eng gestellt habe, spricht man von Konzentration, dann ist die Aufmerksamkeit sehr stark eingeengt auf eine Sache, und wenn sie weitgestellt ist, die Aufmerksamkeit, spricht man eben von weitgestellter Aufmerksamkeit, teilweise auch von Achtsamkeit. Jetzt ist die Frage, wann lege ich im Schussablauf meine Aufmerksamkeit wie wohin? Und da ist es so, dass das eben sich über den Schussablauf verändert, immer ein bisschen abwechselt. Ja, wenn wir jetzt den Schussablauf einmal so durchgehen, ich nehme das Beispiel 3D-Bogenschießen, da ist das erste Mal natürlich, ich gehe einmal zum Pflock, schaue einmal, wo ist mein Ziel, wo muss ich überhaupt hinschießen. Das heißt, da ist meine Aufmerksamkeit natürlich eher nach außen gerichtet, schaut sich so die Gesamtgegebenheit da, ist ein bisschen weitergestellt. Fokussiert sich aber natürlich auch einmal aufs Ziel kurz, dass ich wirklich schaue, wo ist dieser Punkt, was ich treffen muss. Dann fange ich mir an zum Hinstellen, zum Einrichten. Da wechselt dann natürlich die Aufmerksamkeit zwischen den, okay, wie stehe ich, wie bin ich ausgerichtet und wo ist das Ziel, wechselt da ein bisschen zwischen innen und außen. Und dann fange ich eben an, wenn ich jetzt wirklich so einen strukturierten Schussablauf habe, dass ich mir sage, okay, ich richte mal meinen Griff in die Sehne, meinen Griff im Bogen ein, mein Handgelenk, also meinen Ellbogen ein, etc. Schaue dann mal meine Grundkörperhaltung, tue dann meinen Bogen heben, schaue dann einmal, ob ich hingehe, ob ich richtig ausgerichtet bin, habe diese Kontrollphase, etc. Und während dieser Phase, während ich alles einrichte, richte natürlich auch meine Aufmerksamkeit auf das, was ich gerade tue. Das heißt, wenn ich gerade die Finger einrichte, ist meine Aufmerksamkeit auch optisch auf die Finger gerichtet. Ich schaue, wie greife ich in die Sehne, wie spürt sich das an. Ich schaue, wie greife ich im Bogen, wie spürt sich das an. Das heißt, da ist die Aufmerksamkeit immer relativ eng eben auf das gerichtet, was ich gerade tue. Dann kommt eben Zug-Druck-Phase, dann kommen wir zum Ankerpunkt. Und da ist es auch so, die Aufmerksamkeit liegt einfach am Bewegungsvorgang, am Spüren von diesem Bewegungsvorgang. Und jetzt erst kommt die Zielphase, wo ich mich halt wirklich, wenn ich zielender Bogenschütze bin, darauf konzentriere, okay, wo ist die Pfeilspitze oder wo ist das Bogenfenster, wie auch immer, dass ich ziele. Beziehungsweise, wenn ich intuitiver Schütze bin, mich halt einfach so an diese Gesamtausrichtung orientiere. Und da ist es so, das ist ein wichtiger Punkt in Bezug auf Aufmerksamkeit. Unsere Aufmerksamkeit ist relativ stark an unseren Sehsinn oft gekoppelt. Das heißt, wenn wir sie optisch auf irgendwas konzentrieren, bewusst irgendwo hinschauen, natürlich fließt dann auch die Aufmerksamkeit mit auf diesen Punkt, wo wir schauen. Man kann aber trotzdem jetzt in der Zielphase zwar einen optischen Fokus am Ziel halten und aber den größten Teil von der Aufmerksamkeit beim Körper lassen. Das muss man ein bisschen üben, diese Aufmerksamkeitsteilung, sage ich einmal. Aber Grundprämisse ist eben, okay, sehe ich das Ziel, wo ich hinschießen will, wenn ich zielender Bogenschütze bin, sehe ich eben die Pfeilspitze, Visier, was auch immer. Die Aufmerksamkeit bleibt aber da bei den Spannungsverhältnissen vom Körper
zum größten Teil, ich verwende relativ wenig Aufmerksamkeit eben auf den Zielvorgang. Und dann ist eben Zielvorgang, und weil ich dann drauf bin, ist Spannungserhöhung und Lösen. Und wie gesagt, während diesem ganzen Prozess, die Aufmerksamkeit bleibt trotzdem zum größten Teil eben bei der Wahrnehmung vom Körper. Ja. So, und da Frage ist jetzt dann so in dieser Zielphase bzw. nachher bei der Spannungserhöhung, wo lege ich da meine Aufmerksamkeit hin? Ist sie da, das ist so der Universaltipp, was geben wir, da konzentriere dich hinten auf die Rückenspannung, dass das gleichmäßig ist, dass das halt schön passt. Und mach das halt so. Kann relativ gut funktionieren. Ich persönlich konzentriere mich eher da vorne auf den Druck vom Bogen in der Hand und hinten auf den Druck von der Sehne auf die Finger und auf dieses Verhältnis und zu einem Teil am Rücken, also meine Aufmerksamkeit ist auf diese Dinge relativ stark verteilt, und restliche Aufmerksamkeit ist halt so die Gesamtwahrnehmung von meinem Körper und auch vom Ziel. Das ist jetzt der Punkt, ihr müsst für euch herausfinden, mit was für einer Aufmerksamkeitsstreuung oder Verengung sozusagen teilt ihr euch am leichtesten, was bringt euch da am ehesten was beim Schießen. Ja. In den seltensten Fällen ist es wirklich zielführend, wenn ich 100% von der Aufmerksamkeit am Ziel habe, weil dann da irgendwie das nicht mehr gespürt und dadurch Fehler passieren. Und halt, wie es genau am Körper verteilt ist, die Aufmerksamkeit, müsst ihr halt auch einfach für euch herausfinden. Jetzt ist die Frage, wie übt man Aufmerksamkeitslenkung? Das ist im Prinzip simpel, ihr übt es einfach, indem ihr es macht, indem ihr versucht, eure Aufmerksamkeit bewusst zu lenken. Und da jetzt eben wieder zurückzugehen auf dieses Prinzip von weit und eng und innen und außen. Ihr könnt es einmal als Übung euch irgendeinen Punkt im Außen suchen und eure ganze Aufmerksamkeit möglichst auf diesen kleinen Bereich legen. Es kann eine optische Wahrnehmung sein, es kann aber auch irgendein Geräusch sein, ein Geruch sein oder so. Das ist einfach, wie ihr enge Aufmerksamkeit übt, nach außen, nach innen dasselbe, ihr sucht euch, was weiß ich, irgendeine Stelle im Körper, auf die was ihr euch gesondert konzentriert, dann übt ihr die enge Aufmerksamkeit nach innen, oder ihr versucht möglichst den Körper, alles was ihr da innen tut, alles ein Ganzes wahrzunehmen. Und wenn ihr merkt, okay, ihr fixiert euch auf eins davon, einfach wieder die Aufmerksamkeit weitstellen, beziehungsweise wenn ihr die enge Aufmerksamkeit übt, dann merkt ihr, die Aufmerksamkeit fängt zum Streuen an, wieder konzentrieren, wie man eben sagt. Das ist das, wie ich das übe, kann ich im Prinzip mit allem machen, was ich halt in mir oder im Außen vorfinde. Kann man dann auch eben versuchen, in Kombination mit dem visuellen Fokus. Man kann einen visuellen Fokus quasi, also der visuelle Fokus an sich ist auch so ein wichtiger Punkt, wir können ja immer nur auf eine Distanz scharf stellen. Und wenn wir jetzt dann sagen, wir konzentrieren uns auf einen Punkt, haben wir zwar das Gefühl, dass wir diesen einen Punkt deutlicher wahrnehmen, das ist aber reine Aufmerksamkeitsgeschichte, weil rein von der Brennweite her haben wir halt einen bestimmten Bildwinkel und wir haben halt auch eine bestimmte Ebene, auf die was wir scharf stellen können. Und in dieser Schärfeebene, ob wir da jetzt dann quasi so einen Bereich sehen oder so einen Bereich sehen, ist eine reine Aufmerksamkeitsgeschichte. Also wir haben keine Tele Objektiv Augen, wo wir so wirklich im Bildausschnitt verändern können, sondern wir haben halt einen Bildwinkel und je nachdem, wie stark wir sich darauf konzentrieren, entsteht uns der Eindruck, dass wir halt einen mehr oder weniger großen Punkt innerhalb von einer Schärfeebene scharf sehen. Das gehört für mich auch zur Aufmerksamkeitslenkung, dass ihr wirklich einmal probiert, okay, wie geht es euch, wenn ihr jetzt dann während dem Schießen, während der Zielphase von mir aus, diese Aufmerksamkeit, diese optische weitergestellt habt oder enger gestellt habt. Das ändert auch ein bisschen was mit der Wahrnehmung oft, mit dem Bewegungsablauf oft. Und das können Sie dann natürlich auch kombinieren, trotzdem mit optischer Wahrnehmung und die andere Aufmerksamkeit, aber zum Beispiel auf irgendwas im Bewegungsablauf gerichtet. Und natürlich ist es auch möglich, so die Aufmerksamkeit in dem Sinne weiterzustellen, dass man sowohl das Innen als auch das Außen quasi
gleichzeitig wahrnimmt, ist dann schon diese sehr weitgestellte Aufmerksamkeit, geht schon ins Innenbereich, Achtsamkeit, wie man immer sagt, in diese Richtung. Ja. Wichtig ist, spielt euch einmal mit eurer Aufmerksamkeit, mit eurer Aufmerksamkeitslenkung, und falls ihr eben, das solltet ihr haben, einen strukturierten Schussablauf habt, so Schritt für Schritt Schusstechnik habt, ja, wo ihr euch wirklich zuerst hinstellt, so alles eingerichtet, so wie ich es zuerst erklärt habe, in diesem Stil, egal wie es ihr persönlich macht, aber halt strukturiert, dann versucht es auch irgendwann außer zum Finden oder zuzuordnen, eure Aufmerksamkeit für die jeweilige Ding im Schussablauf, für den jeweiligen Schritt im Schussablauf, was da am besten funktioniert für euch. Ich weiß, das klingt jetzt alles ziemlich verkopft und viele denken sie sich, um Gottes Willen, jetzt muss ich eh schon auf so viel schauen und technisch und etc. Und wenn ich mich auf die Aufmerksamkeit einer konzentriere, ja, dann geht es gar nicht mehr. Ja. Wie gesagt, es klingt am Anfang jetzt total verkopft, irgendwie ist es aber in Wirklichkeit gar nicht. In Wirklichkeit geht es einfach nur darum, darauf zu achten, wo ist meine Aufmerksamkeit und das gegebenenfalls wieder dorthin zum Lenken, wo es hingehört. Und es gilt bei Aufmerksamkeitslenkung dasselbe wie bei allen anderen Elementen im Schussablauf, nämlich, ihr kennt das, wenn sich irgendein technisches Element ändert, kann es kurz einmal schlechter werden, weil eben zu viel Aufmerksamkeit auf dieses technische Element gelegt wird. Aber natürlich, wenn ihr jetzt anfängt, euch mit Aufmerksamkeitslenkung zu beschäftigen und versucht bewusst, eure Aufmerksamkeit auf irgendwas Bestimmtes zu lenken, ist das natürlich auch eine Veränderung in diesem gesamten Schussablauf, wo es eine Zeit lang dauert, bis ihr das wieder setzt. Ja, es ist alles einfach so ein Lern- und Erfahrungsprozess. Aber wenn ihr das einmal integriert habt, wenn ihr das einmal spüren gelernt habt, etc., und euch ein bisschen mit Aufmerksamkeitslenkung beschäftigt habt, werdet ihr merken, dass ihr, wenn ihr es dann einsetzt beim Bogenschießen, euch das schon viel bringen kann, im Prinzip auf die Schönheit von euren Schussablauf, sage ich mal, damit ihr besser trefft. Schreibt mir vielleicht in die Kommentare, wie es euch mit Aufmerksamkeit geht, wie es ihr da, geht, wie es ihr damit umgeht, was ihr da so für Tipps vielleicht habt, etc. In diesem Sinne wünsche ich euch auch schon wieder all ins Gold, all ins Blatt. Pfiat euch, macht es gut, bis bald.